Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rambo. So, wir sind beim letzten Mal sind wir leider kläglich gescheitert in der letzten Mission. Werden heute hier mal wieder weitermachen, ja. Also, das MG hat sich eigentlich sehr, sehr gut bewährt, weil wir eigentlich verdammt viel Munition haben und vor allem der Schaden ist halt natürlich schon übelst. Das mit dem Panzer, also ich habe jetzt mal nachgeguckt, also von der letzten Folge her noch, Waffentyp ist F. Und oder mittlere Maustaste wie Granate. Müssen wir jetzt mal schauen, ob eins von beiden das ist. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht zu oft sterben hier. So, auf geht's. Ein neuer Versuch. So, jetzt müssen wir aufpassen, hier kommt der Dicke. Dass wir den jetzt irgendwie gleich mit dem Granatwerfer hier ausschalten, ne? Das wäre natürlich perfekt. Ich weiß nicht, ob man haben oder nicht. Mal ganz schnell hier hoch. Das schaut gut aus. So, jetzt tun wir aber gleich die Waffe wechseln. Gleich den hier weg. Oh, da ist der Helikopter. Wir müssen natürlich auch mit dem mit der Granate hier aufpassen. So, und jetzt kommt der hier oben. Schaut euch diesen Treff. Ah, oh, shit. Shit. Den hat es natürlich gleich zerlegt hier. So, wir müssen auch unsere Wut auf jeden Fall mal ein bisschen aufspannen. Gleich alle weg hier. Oh, Munition. So, Wut haben wir noch. Jetzt habe ich wollte natürlich auf die Granate schießen, habe aber leider meine Wut ausgelöst. Was eigentlich nicht sein sollte, ey. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt eingestellt haben, dass jeder Kopftreffer auch 5 Gesundheit wieder zurückbringt. Ja, das ist natürlich schon bitter, wenn jetzt sehr genau kommt und wir beim Nachladen hier sind. Okay. Hä, wieso? Ich hab gedrückt. Ich hab doch auf A gedrückt. So, vergiss es. So, wer ist denn hier noch? Gesundheit passt ja. So, das war der Panzerschuss. Der kann natürlich schon einstecken hier. Kostet aber schon so viel Munition. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Schaut euch den Schaden an von der Waffe, ey. Nice. Da, ah, hier sehen wir die Rebellen. Perfekt. So, jetzt müssen wir natürlich schauen. Jetzt kommt das MG wieder. Dann, dass wir schnell zu unserem Panzer hier kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir auch Schaden nehmen, wenn wir lieber so ein explodierender LKW sind. Schießen auf jeden Fall jetzt gleich, wenn es geht, ein bisschen mit auf den Helikopter. Dass wir dann vielleicht nicht mehr allzu viel haben. So, ein bisschen Schaden mit wegnehmen.
abschaffen und ich sehe die Leute zerfetzt, ey. So, jetzt macht's gleich Boom, glaube ich. Ja. Jetzt müssen wir den Brandsatz bekommen gleich. John, komm gleich. Hey, komm, ich hab drauf gedrückt. Ich hatte auf S gedrückt. Ah. Jetzt habe ich schon wieder Tote, was wir eigentlich gar nicht haben sollten, ne? Geh weiter. Das war zu früh, aber das macht ja nichts. Wir müssen hier auf jeden Fall schneller sein wie die Leute. Also, als wie der Panzer. Jetzt kommt aber, glaube ich, auch gleich eine Granate. Ja. Wo ist der mit der Granate? Also. Hey. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich glaube, jetzt haben wir wieder nur noch zwei Versuche. So, ich lasse den mal mit der Granate schneller. Ich hoffe wirklich, dass wir das jetzt hier schaffen. Ja. Jetzt müsste der Brandsatz kommen. So, und jetzt komm, jetzt steig in diesen scheiß Panzer ein. Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Jetzt, oder? Oh, jetzt kommen hier noch welche. Macht mich nicht schwach, Leute. Macht mich nicht schwach. Oh, nein! Lad nach! Oh, Gesundheit haben wir noch voll bekommen. Aber auch nicht wirklich viel, ja? Na, wie schaut's aus? Aber jetzt sind wir im Panzer, aber schaut mal die Gesundheit an. Halb voll nur. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt probieren wir erstmal aus, wie das mit dem Hauptgeschütz geht. Ja, also mittlere Maustaste, dann passt schon. Ja, funktioniert. Jetzt müssen wir es auf jeden Fall hinbekommen hier. Wir müssen dann nur auf jeden Fall auf die anderen Panzer hier aufpassen, die dann kommen. Wo ist der Heli? Ja. So. Halben Schaden haben wir schon. Jetzt glaube ich, kommen gleich die Panzer. Glaube ich zumindest. Eins. Nummer zwei. Da haben wir es doch. So, und jetzt kommt der Rest vom Heli. Viertel der Gesundheit noch vor ihm. Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin.
So, Schadien, ich denke mal, ein Treffer noch. Und dann haben wir es. Und unsere Gesundheit schaut eigentlich noch verdammt gut aus. Da haben wir es. Da schaut hin. Wir haben es. Aber wir hatten jetzt Glück. Ich glaube, 2 Versuche hat man nur noch. Gott sei Dank. Ja, und jetzt haben wir nur noch die 3 Missionen vom Baker-Team. Und dann haben wir das Spiel leider schon durch. Schade. Aber, was ich glaube am Anfang schon mal vom Spiel, wo wir mal begonnen haben, gesagt habe, ich verstehe die schlechten Bewertungen von dem Spiel nicht. Es ist kein Shooter-Spiel, wie es manche andere das gedacht haben, wo sie ja gekauft haben. Die meinen, ich kann hier ganz normal rumlaufen und die Leute abschlachten. So ist es halt leider nicht. Aber meine persönliche Meinung ist, die Entwickler haben bei dem Spiel wirklich rein gar nichts falsch gemacht. Ich finde, super rübergebrachtes Spiel. Für jeden Rambo-Fan eigentlich ein Muss. Und wie gesagt, schlechten Bewertungen kann ich überhaupt nicht verstehen. Hast tapfer gekämpft, Rambo. If you find someone who cares about you in war, a real friend in all that mud and blood and puke, that's one of a kind. And you do anything for that person, because whoever they are, they kept you on the right side of the madness. Ja, ja, das war's. So, Leute. Ihr seht es selber, das war die Story-Kampagne Teil 1 bis 3. Wir haben es durch. Und jetzt haben wir halt nur noch Baker-Team. 144 getötete Feinde, ey. Alter Verwalter. So, und wie gesagt, ihr könnt ja jedes Level jetzt so oft spielen, wie ihr wollt, ja. Und ihr bekommt ja immer wieder die Punkte hier. Immer wieder. Und somit steigt ihr halt im Rang. Und darum bekommt ihr dann irgendwann auch eure Fertigkeitspunkte wieder. Von daher würde ich sagen, wenn ihr wollt, spielt alles durch und dann könnt ihr das Spiel auch wirklich oft schon Rambo durchspielen, ja. Also so, wir haben jetzt auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt, aber wie gesagt, wenn ihr alle Fertigkeiten voll habt, könnt ihr das, glaube ich, oft schon Rambo wirklich durchballern, das Spiel. So würde ich es euch, glaube ich, nicht empfehlen. Und auch die letzte Mission, ganz ehrlich, mit der AK würde ich sagen, die wäre schon ziemlich schwer, weil ihr eigentlich mehr am Nachladen seid, als was ihr so ja, schießen könnt, weil einfach zu viel Gegner auf euch zukommen. Okay, also von mir klare Kaufempfehlung. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ich sag dann bis bald im Baker-Team-Modus. Macht es gut. Tschüss. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.